Ihr merkt schon, ne? Ich bin in dem Spiel wirklich hinterher. Jeden Tag jetzt mittlerweile Livestream. Ich hoffe, dass wir das Spiel mal so langsam durchhaben. Wir haben ja schon 5 Episoden gespielt. Hauptstory-Modus starten natürlich. Schon 4 Stunden und 9 Minuten, die wir zusammen verbracht haben im One-Piece-Universum. Und ja, es war kein Moment langweilig. Auch wenn man viel hier nur durch die Gegend rennt und den Leuten auf die Birne rotzt. Ich meine, naja, egal. Gucken wir mal, wie die Story weitergeht. そういや、そんなこと言ってやがったな。彼を追うことばかりに気を取られていたけど、それがわかれば、先手を打つことも教えていただけるのはありがたいのですが、本気で仲間になりてえって思ったら、仲間にしてくれるかもしれねえんだろ。だったら、おいら少しでもおめえらの役に立てればって思って。でも。 Da grinst der Ruffy nur. Ja, denk du mal weiter, Pato. Ach, guten Morgen, Till. Till ist da. Till, ich möchte nicht wissen, was dein Arbeitgeber denkt. Was machst du auf der Arbeit eigentlich? Sobald ich einen Livestream starte, bist du der Erste, der da ist. Und das von der Arbeit aus. Also, irgendwie mache ich mir da Gedanken. Nicht, dass du nachher noch hier gekündigt wirst oder so, wegen Internetnutzung während der Arbeitszeit, persönlicher Natur oder so. So machen wir es, wir verfolgen ihn, jawohl. Gucken wir mal, ob wir hier in der Stadt was erweitern können, ob wir da irgendwelche Sachen, Piratenschmetterling. Oh, da brauchen wir leider mehr für. Fabrikforschung, Regal, Garten erweitern. Da habe ich noch gar nichts von. Weiche Erde und klebriger Ton. Ein Museum interessiert eigentlich keine Sau. Selbst wenn ich ein Museum bauen würde, würde ich da nie im Leben reingehen. Mein Gott, ich gehe im wahren Leben noch nicht mal ins Museum. Warum soll ich in One Piece, in Transtown, in ein Museum gehen? Level der Poetin verbessern. Ja, das wäre vielleicht noch interessant. Da brauche ich aber noch Schmelzwasser. Schmelzwasser, wo ich das wohl herkriege? Bestimmt am Gletscher. Da muss ich schon wieder gegen durch das Eisding. Ne, das machen wir nicht. Wir spielen hier schön weiter. Wir gehen aber jetzt einmal kurz zur Apotheke. Gucken, ob wir neue Kapseln hier kriegen. So, müsste ja... Das war, glaube ich, hier irgendwo in der Ecke, ne? Das ist der Gemischtwarenladen. Ja, hier sind wir schon wieder zu weit, ne? Da ist schon wieder die Fabrik. Gemischtwarenladen. Ah, Mann. Jetzt wird der ein oder andere da bestimmt sagen, guck doch auf die Karte. Aber ich werde nicht schlau aus dieser dummen Karte. Die Karte ist für einen Arsch. So, angeblich ist die Apotheke direkt hinter mir. Moment, nicht mehr lange. Ich habe den Jobwechsel vorgezogen. Oh, Till, wo nach Hessen ziehst du denn? Ich kenne mich da sehr gut in Dillenburg aus. So, Apothekerin, fertigen. Heilkapseln. Könnten wir fertigen, aber wir gucken erstmal, ob wir welche kaufen können. Kaufen ist immer besser. Weil dann verbrauchen wir keine Items dafür. Bla 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 bla. Quatsch mich nicht voll, Tante. Ich will jetzt meine Abenteuer erleben hier in Transtown. Ich habe meine nächste OP vor mir. Statt Ruffy bin ich dann Lucy. Wer die Anime-Serie guckt, weiß, worauf ich da anspiele. Gut. Erstmal gucken, ob wir jetzt hier neue Sachen haben. Der Sieg ist unser. Nee, da habe ich immer noch nicht mehr. Haben wir da ein bisschen mehr? Nee, auch nicht. Ach, Nami interessiert keine Sau, mit der spiele ich eh nicht. Chopper könnte vielleicht noch interessant sein. Ja. Und Frankie ist schon auf Level 9.
Ja, dann würde ich sagen, gehen wir auch weiter mit Zorro und Frankie. Aufs Abenteuer. Ins Abenteuer. Aufs Abenteuer. Ach, egal. Oh, Zorro, Frankie. So. Seht ihr, ich habe letzte Mal habe ich versprochen, dass ich das so mache, dass man den Chat hier im Spiel sieht, der hier rechts abläuft. Und ich habe es wieder nicht geschafft, das zu machen vorher. Ach, ich bin so unzuverlässig, was sowas angeht. Es tut mir fast schon wieder leid. Aber nur fast. Mal Wasser ein bisschen hier in die Nähe stellen, damit das griffbereit ist. In Dillenburg hast du schon mal gespielt. Was hast du denn in Dillenburg gespielt? So. Oh. Ach, das ist hier die Himmelswelt, ne? Ja, die Himmelsinseln. Ach, wer erinnert sich nicht daran? Genau, wir müssen ihn aufhalten. Oh, immer nur geradeaus. Das ist mal angenehm. Ach so. Ah. Ja, für die Leute, die das mit dem Chat jetzt hier gerade nicht lesen. Der Till / Denkerskind ist Musiker und der meint, er hat da ja, Musik gespielt natürlich. Da habe ich jetzt so weit nicht gedacht. Da hatte ich jetzt nicht dran gedacht. Im Moment alles im Fußballwahn hier. Da denkt man nicht an Musik, da denkt man nur an Fußball. Oh, da kann ich wieder was fangen. So. Und Konzentration. Oh. Ey, hallo. Scheiße. Oh, Glück gehabt. Oh, was ist das denn? Eine Arzthornisse. Suche sie über die himmlische Küste schwebende Wolke und suche die über der himmlischen Küste? Ah, ja, ich bin vorhin an so einer komischen Wolke vorbeigelaufen, glaube ich. Ah ja, oder so. Schlüsselwort gefunden. Oh, das war doch mal herrlich einfach. Specht 1990 fragt, ob man mit anderen Charakteren spielen kann. Ja, klar. Ich kann auch jetzt, während ich hier spiele, quasi wechseln. Hier, jetzt bin ich Zorro. Jetzt bin ich Frankie. Und man kann über das ganze Spiel, man kann sich immer Dreierteams zusammenstellen. Man kann die ganze Crew spielen. Nicht am Anfang. Am Anfang hat man nicht die ganze Crew. Aber mittlerweile habe ich die ganze Crew schon freigespielt. Hier Sanji, Nami. Du kannst jeden spielen, den du willst. Du kannst jeder sein, der du willst in dieser Welt. Sieht so aus, als könnten wir weitergehen. Seid aber vorsichtig, wir wissen nicht, was uns erwartet. Also das ist bisher das beste One Piece Spiel von allen. Ach du je. Gut, am besten dann immer geradeaus und dann irgendwann rechts. Oh, Enel. Oh. Ich habe ja schon ewig nicht mehr gesehen. Hier
Der scheint sich nicht ganz schlüssig zu sein, der dumme Waschbär. Blöder Busch. Oh, da muss ich mal niesen hier. Mein Gott. Das ging in die Nase. Oh. Yeah! Oh, da liegen 100 Schwerter drin. Schön hier das Grünzeug kaputt machen. Schlimmster Gegner ever. Okay, richtig gegangen. Ja, also da habe ich wirklich so meinen Lieblingsmove gefunden. Meine Lieblings-Kombo-Attacke. Wir gehen hier das Lasso hoch. Da passiert ja gar nichts, wenn ich dagegen haue. Warum wird mir das überhaupt als Feind angezeigt? Ist ja lächerlich. Totales Chaos hier. Und ausgewichen. Halt mich nicht von meinem Sack ab hier. Ich habe eine große Kartoffel. Was ist das denn? Kreatin? Eine Keratinpartikel. Ich wollte schon sagen, was ist das hier? Bodybuilding One Piece. Zack. Der steht nicht mehr auf. Doch, der steht immer noch auf. Mein Gott. Aua! Ah, mir fällt jetzt gerade eine super Idee ein. Eigentlich wäre es ja richtig cool gewesen von mir. Ja? Ich habe ja GTA Strictly Franklin als Let's Play gehabt. Wenn ich hier gemacht hätte One Piece Strictly Franklin und wirklich die ganze Zeit nur mit Frankie spiele. Strictly Frankie quasi. So als Pendant zu meinen GTA Let's Plays. Na, jetzt ist es zu spät. Jetzt haben wir schon 5 Episoden gespielt. Das ist jetzt schon die 6. Episode. Oh, ein Spinnennetz. Oh, Wölfe. Warum sind denn hier Schneewölfe? Ist ja ein Schlachtfest. Also normal ist das Spiel, glaube ich, ab 6. Aber wenn ein Kind sich jetzt hier mein Let's Play anguckt, würde ich eher ab 18 empfehlen. Das ist ja nur Gemetzel. Hoffentlich stellt keiner dieses Video bei Facebook rein. Dann heißt es nachher wieder hier Tierquäler und so, weil ich hier Wölfe verprügel.
Ah, richtiger Weg. Ja, Denkers Kind. Ich mach doch gerne Werbung für deine Musik. Ist doch kein Problem. Wo kommt denn auf einmal der Gift-Dingens daher? Halt mich mal einer hier. Nee, anscheinend nicht. Das Wort für diesen Weg ist, besiege die Elite-Armee des Gottes und hol das Wort. Ja, dann dürfen wir jetzt wieder zurückklatschen. Ah, wo müssen wir denn dann hin? Also da waren wir noch nicht, aber das sieht mir nicht so aus, als wenn da die Gottesarmee kommt. Rennen wir noch einmal einfach zurück. Da am großen Platz müsste das sein. Na? Doch nicht. Ah, dann rennen wir jetzt da lang. Irgendwo muss diese Armee ja auftauchen. Oh, eine Schatzkiste. Ein super süßer Saft. Ja, da sind wir bei mir in der falschen Adresse hier mit meinem 10 WWC. Oh, ganz alleine habe ich die besiegt. Da habe ich auch zwei große Kartoffeln für mich. Zack. Wie, keine neue Energie gekriegt dafür? Was ist hier los? Oder wie jetzt Kollege sagen würde, was ist los mit dir? Oh, Himmelsblumen. Und jetzt? Ja, komm. Dann haben wir die ganze Map gleich hinter uns. Diabetiker? Ach nee, Dialbruchsprüche. Ich wollte schon sagen, was haben denn Diabetiker hier verloren? Tada, da haben wir den Spruch doch schon. Wo ist denn die Schatzkiste? Da. Ich habe gesucht. Tolles Schlüsselwort. Ja komm, jetzt können wir auch noch hier diesen kleinen Zipfel da uns angucken. Da kann Zorro seine Spezialattacke machen. Boah, zwei Schatzkisten. Was ist denn hier kaputt, ey? Geil. Ach, natürlich war eins eine Falle. Es war eine Falle. Jetzt müssen wir... Ne, das ist falsche Richtung. Da lang. Ne? Ja. Immer geradeaus. Und hoffen, dass nicht schon wieder Feinde auftauchen. Yeah, Giftnektar. Und Spinnennetz schon wieder. Hä? Das war doch gar keine Sackgasse. Wo? Wollt ihr mich verarschen? Warum kann ich denn hier nicht mehr lang? Ah, Moment. Ah, braune Frucht. Also quasi ein Nazi-Apfel. Braune Frucht.
Ah, ich bin heute wieder so herrlich kreativ. Also dann da lang, noch ein paar Himmelsblumen einsammeln. Ist immer gut für Apotheken und so. So, bin ich denn jetzt auf dem richtigen Weg? Naja. Mehr oder weniger. So kann man natürlich auch Level strecken, ne? Indem man einen dann wieder fast durch die ganzen Level zurückschickt. Oh, da bräuchte ich Chopper zum... Ah, nee, da bräuchte ich Lysop für Insekt. Ja, da ist richtig. Ne? Ja. Da, 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 das ist immer alles so, so herrlich friedlich von der Musik her und so. Da soll man gar nicht glauben, dass man hier die ganze Zeit so hier den ganzen Gegnern voll auf den Sack hauen muss. Wer sich wundert, warum ich nicht zu diesem roten Pfeil laufe, der hat bis jetzt nicht besonders viel von One Piece gesehen. Da geht's zurück in die Stadt. Da wollen wir mal nicht hin. Wir wollen ja die Episode hier abschließen. Endlich sind wir aus dem Wald. Es ist dunkel. Hoffentlich gibt es hier keine Geister. Ich habe solche Angst. Ja, Brook. Oh, Till, gestern das Spiel. Ich fand das klasse. Ballkontrolle von Deutschland war mega. Nicht so wie bei Ghana hier. Also gegen Ghana war ja echt Katastrophe. Aber gestern, Deutschland hat gezeigt, Ballkontrolle ist unser Ding. Das haben wir drauf. Na. Tada! Dreierattacke. Alle auf einmal besiegt. Ja, das ist Ruffy. So, jetzt gucken wir erstmal, wo wir überhaupt hin müssen. Ja, gehen wir einfach hier geradeaus. Nehmen noch ein paar Himmelsblumen mit. Boah, und Inselwolkenfragmente. Das dürfte Platz sein, das Wölfchen. Oh, Zorro ist aufgestiegen. Das ist gut. Und bam. Ja, ich muss warten, bis der runterkommt. Vielleicht, hätte ja sein können, dass er seinen Sack verliert. Der Wolf. Da, 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 da. Komm, jetzt gegen Enel. Bam, bam, bam. Sono kane wa watasane. Omae tachi ni wa hajime kara zenryoku de iko. Miyoki bolt wo amu. Oh, im Fallen muss ich dem auf den Sack hauen. Ausweichen. Boah, so schnell kann ich gar nicht ausweichen. Ich nehme jetzt mal einen anderen. Ich nehme mal Zorro. Schutz. Mein Gott. Ey, hallo? Wollt ihr mich verarschen?
So, direkt wechseln. Frankie macht man sowas echt am besten. Radical Beam! Boah! Jetzt sieht er richtig was ab. Ne, weil der Gegner ist ja eh weit weg. Ist ja Blödsinn dann, wenn ich mich da, vorne hinklatsche mit Ruffy und so. Und dem die ganze Zeit vom Bauch haue. Dann nehme ich doch lieber Frankie und beschießt den. Morgen, Döper. Boah, zack, in your face, Elefantengun. Haki und alles drum und dran. Da hat er seine Glocke. Bam. Schöner wäre noch gewesen, wenn er ihm in die Glocken gehauen hätte, gegen die Glocke, um zu glöcknern. Boah, scheiße, ist der schlechte. Schäme ich mich schon wieder für. Johohoho. Joh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